2, 3 Sekunden, um sich einzufinden, nachdem man es eingeschaltet hat, also nicht rum. Ja, ich hab's, das schon an. Ja. Ich würde eher sagen, es ist eine Organisationsmethode für Software- und Operations-Geschichten, also eigentlich DevOps. So, unser letzter Redner heute ist der Jochen Lielich, der ist Chef IT-Architekt von einem IT-Service-Unternehmen, das er 2010 gegründet hat, und er wird uns etwas zu Kanban erzählen, das heißt, wie man die Organisation von Softwareentwicklung und dem organisatorischen Teil unter einem Dach bringt. Dann Jochen. Dankeschön. Ja, hallo, mein Name ist Jochen Lielich, mein Alter ist 42. Und ich habe in Karlsruhe Informatik studiert. In der Zeit habe ich dann als Systemadministrator angefangen
war dann einige Jahre bei web.de und 1&1. Nein, zunächst mal habe ich mich spezialisiert auf das Thema Linux-Training, war dann bei web.de und 1&1 eine Weile lang IT-Manager. In der Zeit habe ich meinen Fokus dann von der Technik ein wenig in Richtung Organisatorisches natürlich dann auch verschoben. Und 2009, 2010 habe ich dann mit Freistil IT wieder ein eigenes Unternehmen angefangen. Und da halten sich jetzt die Themen Technologie und Organisation in etwa die Waage. Natürlich haben wir als IT-Beratungsunternehmen, das aber zum größten Teil sein Geld mit dem Thema High-End-Webhosting verdient, zunächst mal den Blick auch auf der Technologie gehabt. Das funktioniert auch sehr gut. Letztes Jahr habe ich hier auf der OSDC Chef als Automatisierungswerkzeug vorgestellt. Mittlerweile haben wir unsere Infrastruktur in etwa verdoppelt bei immer noch gleichbleibender Personaldecke und das funktioniert auch recht gut. Was uns momentan aber tatsächlich beschäftigt, ist das Thema Prozesse. Wie kriegen wir die vielen Kunden und internen Projekte unter einen Hut, ohne dass irgendwas ständig hängen bleibt? Und das hat mich dann auch zum Thema Kanban gebracht. Und darüber möchte ich heute ein bisschen was erzählen, einfach einen Einblick geben, was Kanban ist, was man damit machen kann, wo Kanban interessante Aspekte bietet, um vor allem dann, wenn Development und Operations zusammenrücken, wie man damit dann eben das Ganze noch sehr gut in den Griff bekommen kann. Das ist nämlich tatsächlich ein Problemchen. DevOps ist zwar sicherlich eine gute Richtung, aber macht die Sache deutlich schwerer. Das fängt schon damit an, dass einfach der Horizont sich weitet. In dem Moment, wo ich die berüchtigte Wall of Confusion niederreiße, habe ich dieses schöne Scheuklappendenken nicht mehr. Und der Horizont geht, das ist auch heute Morgen bei Chris im Vortrag schön rübergekommen, dann von der Idee irgendeines Executives oder Produktmanagers bis hin eben, dass diese Sache dann auch live auf unserer Infrastruktur laufen soll. Und das muss man erstmal dann in den Griff bekommen. Wir haben es mit vielen Auftraggebern zu tun. Ein Teil innerhalb unserer IT-Organisation. Wir haben viel Internes einfach an der Backe. Die Infrastruktur muss laufen, muss aktuell gehalten werden. Das sind die typischen Operations-Aufgaben, einfach wartungsmäßig. Und dann kommen natürlich die Projekte von außen, die dazu führen, dass wir eben mit der Firma dann eben auch Geld verdienen können, indem wir eine Website betreiben oder eben ein Business darüber betreiben. Die Projekte, die durchgeführt werden, sind oft isoliert. Jeder Projektmanager interessiert sich erstmal nur für sein eigenes Projekt und schaut, dass das eben möglichst schnell mit den typischen In-Time-In-Budget-Anforderungen dann eben durchgeht, was natürlich dann auch sofort wieder zu Konflikten führt, da unsere Kapazität beschränkt ist. Und diese Aufträge unterscheiden sich sehr stark oft. Das sind kleine Sachen wie wir brauchen auf allen unseren Servern die Installation einer Mobile Shell. Seit ein paar Tagen benutze ich Mosh, ich bin total begeistert davon, kann es jedem nur empfehlen. Ist schnell erledigt, aber dann kommen eben auch Sachen wie neue Rollouts einer ganzen Web-Applikation oder man will neue Dienste einführen und braucht plötzlich Applikationsserver und ähnliches mehr. Das macht die ganze Sache sehr schwer handhabbar. Und dann kommt noch das dazu, was natürlich aus dem Operations-Bereich jeder schon schmerzlich festgestellt hat. Das Ganze, so sehr man sich Mühe gibt, das zu planen und auch geplant durchzuführen, wird ständig unterbrochen durch Produktionsausfälle, Betriebsstörungen, Inzidenz aller Art. Und das bringt natürlich die ganze Sache dann auch wieder komplett durcheinander. Bisher vielleicht ganz gut aussehende Zusagen fangen plötzlich an zu wackeln, weil man eben mit diesem blöden Datenbankserver doch länger jetzt kämpft, als das jemals geplant war.
Das hat natürlich Folgen. Die Auslastung innerhalb der eigenen Truppe ist sehr unterschiedlich. Entweder ich habe die Leute ständig am Limit, weil wir viel mehr Anforderungen haben, als an Kapazität zur Verfügung steht. Und selbst dann, wenn ich den Traum tatsächlich mal erlebe, dass man mehr Kapazität hat, als gerade gebraucht wird und damit eigentlich Luft für ungeplante Ausfälle und Ähnliches hat, ist das ja trotzdem unbefriedigend. Unbefriedigend für den, der es bezahlen muss, dass da Leute sitzen, die weniger zu tun haben. Unbefriedigend aber auch für die Leute, die jetzt am Überlegen sind, okay, ich habe ein bisschen Luft, soll ich jetzt was Eigenes anfangen? Wahrscheinlich kommt genau dann wieder irgendwas dazwischen. Das schafft einfach Unsicherheit und Unzufriedenheit. Durch zum Beispiel die isolierten Projekte habe ich auch wenig Überblick, wer ist jetzt wo eingebunden. In einer IT-Organisation gibt es oft Spezialisten, die an ganz vielen Projekten teilnehmen. Andere sind dediziert für ein einzelnes Projekt gerade abgestellt. Und die klassischen Projektmanagementmöglichkeiten geben da relativ wenig her, um den Gesamtüberblick zu haben. Insbesondere dann, wenn eben ein Projektmanager nur auf sein eigenes Projekt bedacht ist. Durch die vielen Unterbrechungen habe ich auch nur begrenztes Maß an Planungssicherheit und bei jeder Zusage, die ich gebe, muss ich eigentlich immer sagen, ja, mit Vorbehalt, in der Hoffnung, dass nicht so wieder sowas passiert wie letzte Woche. Das Ganze endet dann damit, dass mehr oder weniger alle unzufrieden sind und zum Beispiel eben Zusagen auch nicht mehr für bare Münze genommen werden. Dann fängt eben das übliche Dazuplanen an und das macht natürlich Projekte auch nicht mehr realistischer. Und Fremdsteuerung spielt dann auch plötzlich eine viel größere Rolle. Meine Leute können weniger selbstständig, weniger autark agieren und bekommen eigentlich immer von außen dann vorgegeben, okay, das ist das Nächste, jetzt fängst du damit an. Auch das ist natürlich ein Faktor, der nicht unbedingt zur Zufriedenheit der Leute beiträgt. Eine Möglichkeit, das besser hinzukriegen, bietet Kanban. Kanban ist eine Art der agilen Organisation, anders als Scrum, das schon mehr als 10 Jahre jetzt schon recht bekannt ist und auch immer mehr eingesetzt wird, ist Kanban erst seit etwa 2007 so richtig am Kommen in der IT und blickt aber selber auf eine weit längere Historie zurück. Ursprünglich erfunden wurde es bei Toyota, also im Produktionsumfeld, in der industriellen Produktion 1947. Im Zusammenhang mit dem Gedanken des Lean Manufacturing, bei dem es darauf ankommt, Durchlaufzeiten so kurz wie möglich zu halten, dass eben die Einzelstationen zum Beispiel an einem Fließband möglichst schnell wieder frei werden für das nächste Produktteil. Es soll die Produktivität insgesamt erhöht werden durch diesen Ansatz und die Zufriedenheit aller Beteiligten und auch die Verlässlichkeit und damit auch das Vertrauen soll erhöht werden. Der Ansatz, dieses Ziel oder diese Ziele zu erreichen, erfolgt bei Kanban ganz zentral durch Visualisierung, indem ich die Abläufe innerhalb meiner Organisation visuell darstelle. Und zwar für alle, die in irgendeiner Form beteiligt sind, und ein Pull-Prinzip einsetze. Push wäre, ich bekomme die nächste Aufgabe zugeschoben, ungeachtet dessen, ob ich jetzt gerade schon irgendwie beschäftigt bin oder nicht. Wenn man sich also so ein Produktionsfließband vorstellt, da kommen halt dann die Teile rein. Es liegt an mir, dass ich dann schnell genug die weiterverarbeite, dass dann kein Stau entsteht. Spätestens dann, wenn was schief geht, wird es dann dumm. Dann häuft sich die wartende Arbeit vor mir. Ich werde zum Flaschenhals und dann ist die Frage, was dann passiert. Das Pull-Prinzip arbeitet umgekehrt.
dass eine nachfolgende Station der vorigen Station signalisiert, ist okay, ich habe jetzt wieder Luft, jetzt kann das nächste kommen. Ein schönes, wenn auch unerwartetes Pull-Prinzip habe ich gefunden. An dieser Stelle, ich mag japanische Gärten sehr gern und einige der schönsten japanischen Gärten sind in Japan. In dem Fall ist das hier der Kaiserliche Garten in Tokio. Wenn man in den Garten hier reinkommt, der Eintritt ist kostenlos, begegnet man Leute, die einem das hier in die Hand drücken. Und da steht drauf, bitte beim Verlassen des Parks dann wieder abgeben. Die Aufgabe ist also einfach, nimm dieses Kärtchen, trag es durch den Park, gib es an der anderen Stelle wieder ab. Okay. Der Punkt ist, auf die Weise funktioniert die Organisation des Parks, dass der Park nicht überlaufen wird. Es gibt nämlich nur eine bestimmte Anzahl dieser Karten. Und in dem Moment, wo den Leuten am Eingang des Parks die Karten ausgehen, darf keiner mehr rein. Und in dem Moment, wo dann am anderen Ende Karten wieder abgegeben werden, werden die eben wieder nach vorne transportiert und dann findet wieder ein Pull statt. Okay, die nächsten können jetzt quasi nachrücken. Auf diese Weise kann man also dann verhindern, dass der Park total überlaufen wird, weil zum Beispiel gerade ein Feiertag ist oder viele Leute unterwegs sind. Kanban hat eine Handvoll Kerneigenschaften, die sich in Form von Aufforderungen formulieren lassen. Die erste ist, visualisiere den Auftragsfluss. Stell das wirklich visuell dar, sodass für jeden klar ist, welche Schritte es gibt und welche Aufgabe, welcher Auftrag gerade an welcher Stelle ist. Begrenze die Anzahl angefangener Aufträge. Das ist ja auch was, was in der IT furchtbar nervig ist. Man hat 1000 Bälle in der Luft und ist froh, wenn man irgendwelche davon irgendwo mal termingerecht abliefern kann. Das ist eine große Quelle für Frust und Kanban stellt sich dem entgegen. Miss und steuere den Fluss. Das ist der Teil, der dann dafür sorgt, dass ich das Ganze in den Griff bekomme, indem ich eben auch Zahlen erheben kann, die mir als Argumentationsbasis dienen können, indem ich dann auch Zusagen machen kann, die einigermaßen belastbar sind. Das ist eine Sache, die sich im Laufe der Zeit dann einstellt. Definiere Regeln explizit, heißt zum Beispiel, ich muss mit meinen Leuten klären, was bedeutet denn fertig? Wenn fertig, dann geht es weiter, aber was ist denn dann fertig? Wie wird das weitergegeben? Wie funktioniert dieses Pull-Prinzip genau? Das muss ich mit meinen Leuten besprechen, das muss vereinbart sein, muss jedem klar sein, dann funktioniert das. Und verwende Modelle zur Verbesserung. Modelle sind also hier tatsächlich dann mathematische Modelle, nach denen man untersuchen kann, wie gut funktioniert unser System jetzt gerade und wie kann ich daran noch Verbesserungen vornehmen. Neben Kanban, was übrigens einfach japanisch für Signalkarte ist, gibt es hier noch einen zweiten japanischen Begriff, Kaizen, was bedeutet kontinuierliche Verbesserung. Das ist auch ein Herzstück von Kanban, dass man eben kontinuierlich optimiert, hier ein Schräubchen, da ein Schräubchen und damit eben im Laufe der Zeit immer präziser und immer besser wird. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Der erste Schritt, wenn man Kanban einführen möchte, ist, dass es Vereinbarungen gibt, die sowohl das Management als auch diejenigen, die die Arbeit ausführen, dann mit eingehen. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber das ist ein wichtiger Punkt.
Das Ganze geht mit der Visualisierung los. Die Visualisierung heißt, stelle dar, welche Stationen die einzelnen Aufgaben in meinem IT-Betrieb durchlaufen. Das findet normalerweise dann in Form eines Kanban-Boards statt, das eben dann verschiedene Stationen hier darstellen kann. Das wäre ein Beispiel. Man kann das auch abwandeln. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma auch so ein Kanban-Board für Kundenaufträge. Das fängt dann eben an mit Kundendaten eintragen, die entsprechende Hardware besorgen, die entsprechenden Dienste installieren, das Ganze testen, dem Kunden die Zugangsdaten schicken und das Ganze dann zur Abrechnung weitergeben. Das heißt also, abhängig davon, was ich eben für Stationen habe, kann ich auch mein Board dann gestalten oder eben auch mehrere Boards gestalten. Im einfachsten Fall könnte man auch eine To-Do-Verwaltung damit machen, indem man einfach sagt, okay, was habe ich an wartenden Aufgaben, an welchen Aufgaben arbeite ich gerade und welche Aufgaben sind erledigt. Das wäre ein ganz triviales Beispiel. Mit mehreren Boards kann man auch arbeiten, wenn es um sehr große Projekte geht. Dann kann man zum Beispiel sagen, okay, ich habe ein übergeordnetes Board und sehe, welche Projekte zum Beispiel momentan gerade in meiner Organisation überhaupt in Betrieb sind. Das Board stellt also das Ganze auf einem sehr hohen Level dar und dann gibt es eben einzelne Detailboards für jedes einzelne Projekt zum Beispiel. Man kann so ein Board auch nochmal durch horizontale Linien untergliedern. Ihr werdet feststellen, dass Kanban-Boards von Organisation zu Organisation unterschiedlich aussehen und das ist auch gewollt so. Kanban ist eine sehr flexible Geschichte und es fängt hier bei der Visualisierung schon an. Durch dieses Board laufen dann die einzelnen Aufgabenpakete. Die befinden sich dann eben in verschiedenen Stadien und das Ziel ist, dieser ganzen Geschichte ist, jede Aufgabe so schnell wie möglich von links nach rechts durchlaufen zu lassen. Das ist natürlich dann besonders einfach, wenn sich diese Aufgaben recht feingranular gestalten, wenn man das Ganze also weit runtergebrochen hat auf einzelhandhabbare Aufgaben. Je feiner man das hier granulieren kann, desto schneller hat man hier einen Durchlauf, desto schneller sieht man auch Fortschritte, was natürlich auch gerade bei der Einführung eines solchen Systems einem politisch sehr helfen kann. Wenn ich jetzt hier dieses Paket A habe, das sich jetzt gerade in Entwicklung befindet, dann soll ja im Grunde die Auslieferung der Rollout einen Pull durchführen können. Das heißt also, sobald ich hier Kapazität frei habe, möchte ich in der Lage sein, dass hier zum Beispiel ein Systemadministrator in der Lage ist, das Softwarepaket, das hier entstanden ist, auf der Infrastruktur auszurollen. Jetzt ist aber hier gar nicht so genau sichtbar, ist das jetzt noch in Entwicklung oder ist die Entwicklung da schon abgeschlossen? Man kann dann entweder weitere Spalten hinzufügen oder einfach so eine Spalte nochmal untergliedern, zum Beispiel in laufend und erledigt und hat damit quasi so einen Puffer eingeführt, in dem ich dann sehen kann, okay, in dem Moment, wo A von laufend auf erledigt wechselt, kann dann die Auslieferung dieses Aufgabenpaket übernehmen und ausrollen. Diese Aufgabenpakete können natürlich ganz unterschiedlicher Natur sein. Das kennt man auch aus anderen Ansätzen, das zu organisieren. Requirements, Features, User Stories, Change Requests. Und was dann eben durch den Operations-Teil noch mit reinkommt, Production Defects oder Maintenance-Aufgaben, eben einfach mal Sicherheitsupdates durchzuführen und ein ähnliches mehr. Diese Auftragspakete können auch unterschiedliches Gewicht und unterschiedliche Dringlichkeit haben. Zu dem Zweck kennt Kanban Service Level Agreements, die im Grunde darstellen, wie schnell muss sowas erledigt sein. Es gibt vage Aufgaben, bei denen gar nicht so genau klar ist, wann kostet es mich zum Beispiel Geld, wenn das Ding noch nicht weitergewandert ist.
Oder das sind einfach Sachen, die irgendwann mal halt erledigt werden müssen, aber keine besondere Dringlichkeit haben. Es gibt die Standardaufgaben, die einfach weitergereicht werden und die einfach so schnell wie möglich von rechts nach links laufen sollen. Es gibt Aufgaben mit einem festen Termin, wobei man auch zum Beispiel den Fall haben kann, dass eine Aufgabe zunächst mal vage ist, aber im Laufe der Zeit, wenn sich ein bestimmter Termin nähert, dann auch immer dringlicher werden. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, wenn ich auf eine Messe gehe und da eben bestimmte Sachen einfach fertig sein müssen, dann habe ich da ein Jahr vorher noch gut Luft und das Ganze hat keine besondere Dringlichkeit. Aber je näher ich an die Messe komme, desto dringlicher wird es dann eben. Und wenn ich den Termin der Messe überschritten habe, dann kann ich das ganze Ding eh wegschmeißen und mir wahrscheinlich einen neuen Job suchen. Oder zum Beispiel, wenn es gesetzliche Vorgaben gibt, dass zu einem bestimmten Stichtag dann eben bestimmte Änderungen in meiner Software einfach drin sein müssen, dann kann es zum Beispiel auch eben so sein, dass die Überschreitung eines Termins dann richtig Geld kostet, weil ich zum Beispiel das Produkt dann komplett vom Markt nehmen muss. Und gerade durch unsere Incidents im Infrastrukturbetrieb kommen natürlich dann auch nochmal dringende Dinge rein im Sinne von, nichts ist wichtiger als das. Und drängeln die sich dann auch vor. Da fällt mir jetzt gerade was ein. Ich habe beim Skizzieren der vorigen, beim Kanban-Board, was vergessen, was ganz Wichtiges. Das habe ich nicht reingeschrieben und deswegen auch vergessen. Kanban ordnet jeder dieser Spalten eine Zahl zu, das Backlog ausgenommen, die sogenannte, oder die Zahl für Work in Progress. Das ist die Grenze gleichzeitiger Aufgabenpakete, die sich in dieser Spalte befinden dürfen. Ich bringe dann nachher auch nochmal ein Beispiel, wo die tatsächlich auftauchen. Ich könnte zum Beispiel sagen, okay, ich habe nur Platz, nur Kapazität für 2 Planungsaufgaben. Ich habe in der Entwicklung maximal 3 Aufgabenpakete, die ich da gleichzeitig unterbringen kann oder möchte. Und in der Auslieferung vielleicht auch immer nur 1. Und diese Limits, die sind fest und bindend. Das ist einer der Schlüsselfaktoren von Kanban. Das ist auch der Grund, warum ich das vorhin angeführt habe, dass es wichtig ist, auch Management einzubeziehen. Die können nicht nur helfen, so ein Kanban-Board aufzuhängen, sondern vor allem ist es dann wichtig, wenn es eben um Kapazitätsgrenzen geht, dass kein Projektmanager oder noch höher kommen kann und sagen kann, ist mir egal, dass du da eine 3 stehen hast, jetzt kommt halt Paket Nummer 4 dazu, das geht nicht anders. In dem Moment bricht das ganze System mehr oder weniger in sich zusammen und wird über kurz oder lang wieder zu dem degenerieren, was wir vorher hatten. Diese Zusage, dass die eingestellte Work in Progress eingehalten wird, die sollte man in der Tasche haben, wenn man Kanban angeht. Diese Zahlen sind nicht in Stein gemeißelt. Die kann man im Laufe der Zeit anpassen. Entweder weil die Kapazität gewachsen ist oder weil man festgestellt hat, okay, mit den 2 gleichzeitigen Aufgaben waren wir etwas zu konservativ. Wir können das auch auf 3 erhöhen oder sogar auf 4. Das kann man eben anpassen. Wichtig ist einfach, dass das, was gerade festgelegt ist, vereinbart ist und auch eingehalten wird. Nochmal Entschuldigung, dass ich das da vergessen habe. Ich werde das nachher in den Folien nochmal nachtragen. Ups, zu weit. Ja, bei den dringend Geschichten gibt es eben eine Ausnahme. Deswegen ist mir das jetzt Gott sei Dank noch eingefallen. Es gibt dringende Aufgaben. Wenn die auftreten, dann kann man dieses Work-in-Progress-Limit auch überschreiten. Das ist einfach produktionskritische oder businesskritische Dinge, die absolut dringend sind. Kann man zum Beispiel sagen, okay, wir
vermeiden den Missbrauch an dieser Stelle, indem es immer nur ein Aufgabenpaket geben darf, das dieses Attribut hat. Aber das hat eben Priorität vor allem anderen. Wie geht das NÖT Tag für Tag voran? Zum einen haben wir natürlich den Auftragseingang. Da ist es wichtig, den richtig zu dimensionieren. Wie viele Aufträge nehme ich erstmal hier links in mein Kanban-Board rein? Das sollte klein genug sein, damit ich eben meine Leute nicht überflute. Das sollte auch möglichst klein sein, damit eben alles recht schnell durchlaufen kann. Es sollte aber auch groß genug sein, dass eben meine Kapazität auch ausgelastet ist, dass ich keinen Leerlauf habe. Aufgabenpakete sollten möglichst effizient gewichtet werden, was gar nicht so einfach ist. Wer von euch mit Scrum vertraut ist, kennt vielleicht das Planning Poker, wo es eben darum geht, einzelnen Aufgabenpaketen eine Art Gewicht eben zu geben, irgendwo den Aufwand mit einer virtuellen Zahl zu versehen. Das ist spätestens, wenn das Thema Operations mit reinkommt, recht schwierig, weil ich da plötzlich viele Spezialisten habe, die ich mit an den Tisch bekommen muss. Der Koordinationsaufwand an dieser Stelle wird immer höher und im Laufe der Zeit wird man feststellen, dass das nicht skaliert. Es gibt andere Ansätze, zum Beispiel man stellt die Projektmanager oder Product Owner in einer Reihe auf, in der Reihenfolge des Budgets, das sie beisteuern, und macht dann Weighted Round Robin. Du darfst eins, du darfst eins, du darfst eins, darf der vorne nochmal, weil er mehr Budget hat. Und dann kann man eben auf die Weise auch festlegen, was kommt denn jetzt auf unser Kanban-Board rein. Kanban ist aber auf diese Gewichtung nicht angewiesen und man kann auch einfach sagen, wir lassen es komplett bleiben. Im Laufe der Zeit kristallisiert sich raus, dass man auch ohne diese Gewichtung ganz gut leben kann. Man sollte das regelmäßig auffüllen, damit eben Leerläufe vermieden sind und damit die Leute, die mich füttern, auf mehr als eine Art, auch sehen, dass da was vorangeht. Das schafft mir einfach dann das, was ich anfänglich gesagt habe, was oft fehlt, nämlich Vertrauen, und das hilft. Die Auslieferung ist anders als bei Scrum nicht an die Einlieferung gekoppelt. Das heißt also zum Beispiel die Abstände, in denen ich mein Kanban-Board neu befülle, der Abstand, in dem ich festlege, was sind die nächsten der 500 Aufgaben, die jetzt angepackt werden, hat nichts damit zu tun, wie schnell ich die ausliefere und wann ich sie ausliefere. Das ist ein Punkt, der bei Scrum sich als heikel herausgestellt hat im DevOps-Betrieb. Das Timeboxing, das zum Beispiel da fester Bestandteil ist, stößt irgendwann an Grenzen, spätestens wenn man solche Dinge macht wie Booking, wo eben die Durchlaufzeit irgendwo mal auch bei 3 Stunden liegen kann. Sie sollte, zumindest denke ich am Anfang, regelmäßig stattfinden. Man kann so zum Beispiel sagen, okay, wir fangen mal mit einem Auslieferungshorizont von 2 Wochen an und sehen, wie wir dann da vorankommen. Diese Regelmäßigkeit schafft Vertrauen. Sie ist aber eben nicht an Timeboxing gebunden. Das heißt, wenn die Aufgabe länger braucht, dann wandert sie dann einfach in den nächsten Turnus mit rein. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann auch sagen, wir liefern einfach ad hoc aus. Wenn es fertig ist, ist es fertig. Das ist aber in aller Regel nur dann praktisch machbar, wenn die ganze Organisation eine gewisse Reife hat. Auch das haben wir heute Morgen gehört. Dann müssen eben auch bestimmte Parameter einfach stimmen. Die Leute müssen da entsprechend dann auch drauf abgestimmt sein. Dann kann man das machen und erreicht dann eben auch sowas wie Continuous Deployment, wo es eben gar keine Zeiträume mehr gibt, sondern wir deployen eigentlich immer. Das ist das, was die
Product Owner interessiert, wobei man sagen muss, dass Kanban keine definierten Rollen hat. Aber in dem Fall wäre es eben ein Produktmanager, der irgendwas halt auf die Schiene bringen will. Der wird bei der Eingabe und bei der Ausgabe mit beteiligt sein. Die Leute, die die Arbeit machen, sollten dann regelmäßige Stand-up-Meetings haben. Und da hat sich ein Turnus von täglich bewährt. Wirklich täglich zusammenzukommen für eine kurze Zeit, um zum einen natürlich den aktuellen Status auf dem Board anzuschauen, aber Vorsicht, das sollte nicht zu einem reinen Status-Meeting, ich habe das und das erledigt, verkommen. Wichtig bei Kanban ist immer das Thema Verbesserung und das sollte auch bei diesen Stand-up-Meetings eines der Ziele sein. Im besten Falle hat man dann den Effekt, dass nach so einem Stand-up-Meeting, das durchaus sehr kurz sein kann, sich ein paar Leute immer noch zu Gruppen zusammenfinden und über das eine oder andere Problem reden. Wenn ich eben feststelle, okay, dieses eine Aufgabenpaket, das hat sich jetzt doch nicht weiter bewegt, wo hängt es denn, wo klemmt es, was können wir tun, um diesen Platz wieder freizukriegen, das ist genau hier in dem Stand-Up-Meeting ganz gut aufgehoben. In unregelmäßigen Abständen sollte dann ein Operations Review stattfinden. Das ist vergleichbar mit dem, was man auch als Retrospektive kennt. Und dabei sollten nicht nur die Leute der IT, sondern auch das Management beteiligt sein. Auch das schafft wieder Transparenz. Man sieht, was geht voran, wo finden Verbesserungen statt, wie wirkt sich das auch aufs Business aus. Management kann eben dann auch beitragen, wie sich das zum Beispiel in Umsatz und ähnlichen Dingen dann oder Kundenwachstum niederschlägt. Auf diese Weise bekommt man dann eine ganz gute Hin und Her, eine Rückkopplung im Grunde, dass die IT ja nicht für sich selber normalerweise agiert. Auch hier ist das Ziel wieder, kontinuierliche Verbesserungen reinzubringen. Und durch diese Schritte reift das Ganze. Man kann also recht schnell in Kanban einsteigen, man muss keine Rollen verteilen, man muss keine Zertifizierung bekommen. Man kann einfach so ein Board aufhängen und anfangen, da Post-its dran zu hängen. Und dann im Laufe der Zeit durch zum Beispiel das Messen der Durchlaufzeiten, wie lange brauche ich denn für ein Aufgabenpaket, bis es ganz nach rechts durchgelaufen ist, feststellen, okay, wird das besser, in welchen Fällen gab es Schwierigkeiten, was müssen wir in diesen speziellen Fällen ändern, was hätten wir besser machen können oder welche Dinge müssen wir in Zukunft vermeiden. Und das Ganze ist im Grunde so ein Regelkreis, der sich mehr oder weniger optimiert. Wenn wir Kanban also dann mit anderen Organisationsmethoden vergleichen, vor allem eben im Projektmanagement, gibt es ja natürlich viele IT-Organisationen, die noch mehr oder weniger Waterfall-Projektmanagement betreiben. Und wenn man es so mal oberflächlich betrachtet, dann ähneln sich diese zwei Ansätze. Beide gehen nämlich davon aus, dass Schritt für Schritt irgendwann mal das Ziel erreicht wird. Nur ist es bei Waterfall das gesamte Produkt, das Stationen durchläuft. Erst wird riesenhaft geplant, dann wird entwickelt. Dann wird das Ganze ausgerollt und dann ist es erledigt, in der Theorie jedenfalls. Bei Kanban sind es Produktbestandteile, Features, Change Requests, wie es vorhin eben auch aufgelistet war, die eben hier Stationen durchlaufen. Das Ganze ist viel feingranularer, viel besser zu handhaben. Bietet eben auch viel früher Feedback, was gut läuft, was schlecht läuft und natürlich, jetzt habe ich es oft genug betont, auch immer wieder Gelegenheiten, das Ganze zu verbessern. Auch meine Zusagen werden im Laufe der Zeit immer verlässlicher, weil ich Erfahrungen mache, weil ich die auch durch Messungen belegen kann und damit bekomme ich mehr Vertrauen. Mit mehr Vertrauen bekomme ich mehr Handlungsspielraum. Auch die Entwickler und Sysadmins bekommen zusätzlich Möglichkeiten durch dieses Pull-Verfahren.
Und insgesamt kehrt dann im besten Falle einfach mehr Zufriedenheit ein. Verglichen mit Scrum gibt es einiges an Unterschieden. Kanban kennt keine vorgeschriebenen Rollen. Bei Scrum ist es eher das Ziel, Generalisten einzusetzen, während bei Kanban durchaus Spezialisierung erlaubt, erwünscht, ermöglicht ist. Wenn ich zum Beispiel geteilte Ressourcen habe, wie einen DBA, der in vielen Projekten ist, oder ein IT-Architekt, der an vielen Projekten beteiligt ist, kann der zum Beispiel einfach sein eigenes Kanban-Board betreiben, um seine Organisation dann eben zu sehen, wann bin ich wo, in welchem Projekt mit beteiligt, in welchen Stadien sind diese einzelnen Projekte. Das kann man dann eben auf die Weise auch ganz gut abfedern. Iterationen sind optional, habe ich vorhin schon beschrieben. Timeboxing, Planung und Auslieferung, sprich, welche Aufgaben gehen rein, wann werden die ausgeliefert, das ist abgekoppelt voneinander. Ein wichtiger Punkt ist, dass bei Kanban die Durchlaufzeit die zentrale Größe ist, dass ich wirklich messen kann, wann kam die Aufgabe rein, wann hat sie das System wieder verlassen und daraus dann eben meine Leistung letztendlich dann ablesen kann, nicht Teamgeschwindigkeit oder Velocity. Das Ganze ist auch insofern flexibler, dass neue Aufträge jederzeit eingefüttert werden können, wenn man das so will. Man kann das, wie vorhin erwähnt, turnusmäßig machen, aber man kann das, vor allem wenn man es irgendwie elektronisch automatisiert, auch so gestalten, dass in dem Moment, wo ein neuer Aufgabenplatz frei wird, die Leute, die sie belegen wollen, benachrichtigt werden, im besten Falle das untereinander ausmachen, wer denn jetzt das belegen darf, und dann eben eine neue Aufgabe eingespeist wird. Der Auftragsumfang ist nicht beschränkt, weil ich eben auch zeitlich da keine Grenzen setze, Schätzungen nicht vorgeschrieben. Okay, jetzt habe ich versucht, das Ganze mal auch tatsächlich zu visualisieren. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe ein Beispiel genommen, das als Comic auch im Web zu finden ist, und das nennt sich ein Tag in Kanban-Land. Wir haben hier unser Kanban-Board, diesmal jetzt auch mit konkreten Work-in-Progress-Ziffern. Wir haben zwei freie Plätze in geplant, zwei in der Entwicklung und einen in der Auslieferung, damit sich die Leute da konzentrieren können. Unten haben wir das rote Projektmännchen, vier blaue Entwickler und zwei grüne Sysadmins, die für die Auslieferung zuständig sind, und die treten jetzt in Aktion. Projektmännchen sagt, als erstes nehmen wir mal A und B in Angriff. Die wandern hier in die Spalte geplant und belegen sie damit. Wir haben ein WIP, Work in Progress, von 2, und damit ist das hier auch ausgelastet. Jetzt geht die Planung los. Und in dem Moment, wo die hier zur Verfügung stehen, können die Entwickler sich das schnappen und dran arbeiten. Das heißt, hier bekomme ich dann in dem Moment eben auch diese Aktivität rein, dass ein Entwickler, der sieht, okay, es ist eine neue Aufgabe in geplant angekommen und ich habe auch Luft in der Entwicklungsspalte, sich das dann eben nehmen kann und sagen kann, okay, dann legen wir damit jetzt los. Die Entwicklungsspalte ist damit ausgelastet, aber die Eingangsspalte geplant wird wieder frei. Also kann unser Projektmännchen jetzt dann munter weiter füttern. C und D wandern jetzt hier von links herein. Und wie die Projektmännchen so sind, hätten sie gern noch mehr Aufgaben jetzt drin. Die wandern dann jetzt zunächst mal hier ins Backlog rein. Währenddessen werden die Entwickler mit der Aufgabe A fertig. Das heißt, A wandert hier in die zweite Hälfte der Spalte, in den Erledigt-Teil, und es kommen eben neue Aufgaben hinterher. Das ist ja die Realität. Weil die Aufgabe A jetzt
in die Auslieferung wandern kann, wird hier in der Entwicklung dann wieder Platz. C kann in die Entwicklung wandern und dann geht es weiter. Inzwischen werden die Entwickler unten fertig mit B, dann wandert das hier rüber, kann jetzt in Auslieferung laufen? Nee. Auslieferung hat Work in Progress von 1, also bleibt es da erstmal stehen. Leider bleibt es eine ganze Weile stehen. Jetzt haben wir den Fall, dass es eben doch nicht so optimal läuft und unsere SysAdmins müssen sich jetzt mit irgendwelchen Logfiles auseinandersetzen. Und die eifrigen Entwickler hier unten, die jetzt gerade Leerlauf bekommen haben, sind jetzt leider auch gerade blockiert, weil B noch wartet auf die Auslieferung, haben wir immer noch zwei Aufgaben in der Spalte Entwicklung drin, damit ausgelastet. Und da, wie ich vorhin gesagt habe, Work in Progress ernst genommen werden muss, haben wir hier an der Stelle halt jetzt kurz Leerlauf. Das muss jetzt nichts Schlimmes sein. Unser Projektmensch sagt, okay, ich habe hier weiteres Material und meine Entwickler haben Luft, die SysAdmins bei ihrem Problem zu unterstützen. Inzwischen ist auch unser Team hier mit der Aufgabe C fertig geworden, was unseren Projektmenschen natürlich freut. Nur weitergehen kann es halt noch nicht. Wegen A hängt der ganze Betrieb hier noch ein bisschen. Da das Ziel ist, die Sachen so schnell wie möglich von links nach rechts zu bringen, und zwar das Ziel aller Beteiligten, können hier dann eben die verschiedenen Leute eben sich dann auch dorthin bewegen, wo sie gebraucht werden. Oder vielleicht auch nicht. Unser rotes Männchen ist jetzt gerade ein bisschen blockiert. Der wird eigentlich gern weiter reinschaufeln. Und das Schöne an dem Kanban-System ist, das wird jetzt einfach verhindert, dass hinten einfach mit dem Feuerwehrschlauch weiter reingeblasen wird, während vorne nichts mehr weitergeht. Was unseren Projektmensch motiviert? Und so geht das dann eben weiter. Im Lauf der Zeit entwickelt sich das Ganze dann eben weiter und etwas später könnte das Stadium dann so aussehen. Wir haben es tatsächlich geschafft, die ersten Aufgaben live zu bringen. A konnte gelöst werden. Inzwischen ist F, G und D in der Entwicklung. Aha, da ist auch was passiert. Die Entwickler haben festgestellt, das mit der 2 war jetzt vielleicht doch ein bisschen konservativ. Das können wir mal um einen Punkt erhöhen. Und dass eben jetzt D noch auf die Auslieferung wartet, weil da momentan K sich aufhält, ist jetzt kein Problem. Es können eben trotzdem noch zwei weitere Aufgabenpakete aktiv entwickelt werden. Und so entwickelt sich dann das weiter. Unser Projektmensch beschäftigt sich mit wichtigen Problemen. Und das Thema Zufriedenheit ist tatsächlich etwas besser geworden. So viel zur Vorstellung von Kanban als Prinzip. Ich habe dazu noch ein paar weiterführende Sachen zusammengestellt. Zum einen gibt es natürlich Literatur sowohl auf toten Bäumen als auch auf E-Books. Eins der wichtigsten Bücher ist das hier, Kanban.
Successful Evolutionary Change for Your Technology Business von David Anderson. Der hat das ganze Thema oder das ganze Prinzip für die IT im Grunde erschlossen und beschreibt in dem Buch das alles sehr detailliert. Und natürlich gibt es auch Online-Ressourcen. Kanban und Scrum ist eine interessante Lektüre für den Einstieg. Es gibt eine Website, die sich komplett mit Kanban beschäftigt, die Limited WIP Society oder eben auf Deutsch zum Beispiel itagile.de. Vor ein paar Wochen ist ein Podcast geboren worden, der ITK-Podcast, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Und natürlich findet man über die üblichen Suchmaschinen noch haufenweise weiteres Material. Das Ganze sollte, wie gesagt, erstmal eine Einführung sein und bietet natürlich genug Möglichkeiten fürs eigene Ausprobieren. Falls ich euer Interesse wecken konnte, seid ihr eingeladen, Fragen zu stellen. So, Fragen jemand? Also jetzt gerade im Bereich Operations, wie groß ist so das durchschnittliche Kanban-Board? Das kann ganz unterschiedlich sein, aber mehr ist besser. Mehr Räume? Nein, also das hängt unheimlich davon ab, was man natürlich an Prozessen hat, was die einzelnen Prozessschritte sind, die da beteiligt sind. Das ist wahrscheinlich auch von der Organisation abhängig, wie viele verschiedene Leute beteiligt sind. Und wie gesagt, das kann man auch sehr gut anpassen. Da gibt es keine starre Vorschrift, wie viele Spalten so ein Ding haben darf. Ich habe es auch vorhin kurz erwähnt, manchmal wird es dann auch nochmal horizontal untergliedert, um verschiedene Aspekte damit reinzubringen. Man kann auch mit mehreren Boards arbeiten. Ich persönlich zum Beispiel habe Trello.com als wunderbares Werkzeug, eine Webanwendung entdeckt für mich und habe da 20, 30 Boards drin wahrscheinlich. Von einfachen To-Do-Sachen, wirklich mit drei Spalten, Backlog, Doing, Done, bis hin eben zu wirklich den klassischen Geschichten eben mit Entwicklung, Rollout, zwischendrin Test und so weiter. Das kann man wirklich an den eigenen Bedarf wunderbar anpassen und muss also nicht den eigenen Bedarf irgendwie in ein bestimmtes Korsett quetschen, sondern es ist der eigenen Kreativität überlassen und eben auch nicht festgeschrieben auf Ewigkeiten. Wenn man feststellt, uns fehlt da was oder das ist overengineert, wir können es auch einfacher haben, einfach tun. Weitere Fragen? Jetzt gerade zur Bemerkung für dieses Tool und man hat da mehrere Kanban-Boards drin. Wie kann jetzt eine Person sinnvoll mehrere Boards haben? Wenn man mehrere Produktionsstraßen hat. Ja, um es mal auf das Manufacturing wieder zurückzubringen. Okay, es geht aber irgendwie im Endeffekt um Ressourcenplanung. Ja. So, und wenn ich jetzt irgendwie N Boards aufmachen kann quasi, dann habe ich das Prinzip ja quasi irgendwie nur verlagert. Ich kann ja also nur an einer Sache gleichzeitig wirklich arbeiten. Ja, in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich einfach viele Hüte auf habe. Ich bin Sysadmin, ich bin Marketingmanager, ich bin Referent und alles Mögliche und habe dann eben für diese verschiedenen Hüte auch verschiedene Boards. Bitte? Und feste Timeslots. Ja. Und ich gebe ganz offen zu, das variiert auch immer noch. Ja? Also irgendwann habe ich das Gefühl, das Board muss aufgegliedert werden, weil das Backlog inzwischen so lang ist. Vielleicht ist es geschickter, das Backlog auf mehrere thematische Backlogs dann eben zu untergliedern. Vielleicht eins für interne Projekte, eins für Kundenprojekte. Und dann stelle ich wieder fest, okay, jetzt verliere ich den Überblick, konsolidiere das Ganze wieder. Deswegen ist das Wort Evolutionary hier in dem Buchtitel auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Wie würde ich denn geparkte Projekte behandeln? Also wir haben zum Beispiel Entwicklungen und dann finden wir, was weiß ich, Firmware-Fehler und wir müssen dann warten mit der Weiterentwicklung, bis der Zulieferer die Firmware fixt. Mhm. Würde ich das dann wieder zurück ins Backlog schicken oder bleibt es dann irgendwie liegen? Aber dann habe ich irgendwann ja auch wieder irgendwie 50 Teile, die da rumliegen und warten und dann muss ich meine Zahlen immer anpassen. Wie würde man sowas handeln? Von der Philosophie her würden die erstmal so eine Spalte belegen. Denn dass da was hängen bleibt, ist ja ein Zeichen, dass irgendwas gerade schief läuft. Und vielleicht eben auch verbessert sein werden sollte. Indem man eben zum Beispiel dann den Lieferanten mal in den Hintern tritt oder da mehr, vielleicht mehr Nähe herstellt. Also ist natürlich vom Einzelfall abhängig. Aber eigentlich würde man von der Philosophie her das an der Stelle stehen lassen und sich einfach darum kümmern, dass das so schnell wie möglich weiterkommt. Denn das ist eben auch nicht nur ein Signal für die eigene Organisation, sondern zum Beispiel auch in Richtung Management. Hier an der Stelle bleiben uns wegen Zuliefererproblemen die Sachen hängen. Wir könnten längst weitermachen, da rechts warten nämlich schon Leute drauf. Aber an der Stelle hängt es und wir müssen da nach einer Lösung schauen. Kanban kann ein Mittel sein, dass mal Sachen tatsächlich auch auf den Tisch kommen an der Stelle, weil sie einfach an der Stelle Schmerzen verursachen. Das kann ja auch ein ganz normaler Prozess sein in dem Projekt. Was weiß ich, ich bin jetzt soweit fertig, habe jetzt ein bisschen was anderes, habe meine Texte alle gemacht und jetzt soll das Handbuch gedruckt werden und es muss natürlich zur Druckerei, bevor es dann ausgeliefert werden kann. Also ist das ja ein normaler Prozess, dass hier jetzt einfach eine Woche Pause ist. Ja. Es kann natürlich sein, dass dann irgendwie, je nachdem wie die Projekte aussehen für diesen Turnus, gleich fünf in dieser Queue hängen, wo es völlig klar ist, zwei Wochen passiert da jetzt nichts. Und es ist ja eigentlich auch richtig so. Wenn das so richtig ist, dann sind die Zahlen einfach groß genug, kann man die Zahlen ja auch groß genug machen. Wenn das weder organisatorisch noch finanziell noch sonst wie ein Problem ist, dass zum Beispiel gerade 10 verschiedene Projekthandbücher oder Produkthandbücher in der Druckerei sind, ist ja schön. Dann habe ich im Überblick, 10 Sachen sind da momentan offen. Ich muss vielleicht mal antelefonieren, ob die tatsächlich noch am Arbeiten sind oder ob die nur darauf warten, dass ich sie abhole. Aber dann ist ja auch eine höhere WIP-Zahl an der Stelle völlig in Ordnung. Das muss sich nicht um immer nur zwischen 2 und 5 bewegen. Aber das könnte ich dann auch saisonal natürlich anpassen. Ja, ja. Das ist der Teil, auf den ich jetzt so konkret nicht eingegangen bin, weil man einfach konkrete Themen braucht. Dieses Miss und Steuere ist genau das, wo ich eben sehe, es gibt zum Beispiel saisonale Abhängigkeiten. Immer vor Weihnachten rennen die Leute mir die Bude ein. Ja klar, weil das Weihnachtsgeschäft eben bevorsteht und jeder sein Projekt noch durchgedrückt bekommen haben will. Und mit den Zahlen kann ich dann auch wieder eben zum Management gehen und sagen, vielleicht nicht fürs ganze Jahr, aber an der Stelle brauche ich Unterstützung, denn sonst wird hier spätestens in der Spalte X alles hängen bleiben. Nochmal die Originalfrage aufzuwerfen, weil mit dem Handbuch ist ja im Prinzip ein geplanter Schritt erreicht. Das heißt, da könnte ich eine eigene Spalte aufmachen. Genau. Ja? Und da 50 oben hinschreiben und dann können da 50 mal auf Handbuch drucken gewartet werden. Aber wenn in dem Prozess ein unvorhergesehenes Problem mit der Hardware oder mit auch welcher Komponente auch immer auftritt, die durch Dritte zu lösen ist und nicht durch, also die eigene Abteilung, dann könnte ich ja eigentlich andere Dinge in Angriff nehmen, während das andere irgendwo in eine Parkposition geht. Das war ja die Originalfrage. Das ist aber so in dem Sinne, wenn alles nur von links nach rechts geht, nicht vorgesehen, dass ich es wieder zurückstelle. Die Möglichkeit besteht auch. Also ich denke, man wird ja irgendwas tun müssen. Letztendlich ist das Ganze nicht nur ein kostenloses Planspiel, sondern ein Business. Und ich werde natürlich irgendwo auch rechtfertigen müssen, dass da jetzt Kapazitäten brach liegen, weil irgendwas klemmt. Hat man auch jede Freiheit zu sagen, okay, dann nehme ich das dann eben raus und dann vielleicht wandert es dann tatsächlich erstmal wieder ins Backlog. Deswegen habe ich vorhin auch meine Antwort eingeleitet mit, von der Philosophie her eher nicht, aber natürlich hat man die Möglichkeit, das zu tun. Ja, weil wenn die Lösung jetzt 2 Wochen dauert, dann sitzt das Team 2 Wochen lang rum, der Slot ist belegt, fertig. Ja. Kriegst du was dazu? Ja.
Also ein Effekt, den wir ja hier gesehen haben in deinem Beispiel, und der ist durchaus beabsichtigt, ist ja, dass dadurch, dass es nicht vorangehen kann, weil die Kapazitäten limitiert sind, Idle-Zeiten bei anderen Leuten entstehen, die dann fragen, wie können wir helfen. Im Betriebssystem nennt man das Priority Inversion. Ich habe irgendeinen I.O.-Prozess oder sowas, der von einem hochpriorisierten Prozess einen Auftrag kriegt, selber aber eine niedrige Priorität hat, und der wird dann, um die Aufgabe erledigen zu können, mit der Priorität ausgeführt des Auftraggebers. Und genau den Effekt haben wir hier auch. Und es ist ja in diesem speziellen Fall dann auch durchaus erwünscht, falls es halt die Sorte Problem ist, die durch mehr Manpower zu beschleunigen ist. Und wenn es das nicht ist, dann muss man halt so eine Parkplatzspalte bauen. Ja. Und ich glaube, damit kriegt man die beiden größten Probleme an dieser Stelle bewältigt. Und ansonsten muss man sich halt mal mit seinem Management unterhalten und fragen, was ist hier eigentlich der Prozess? Und können wir vielleicht etwas, wenn wir ständig externe Waits haben, dagegen tun? Entweder indem wir das insourcen oder indem wir die Kommunikation da verändern oder auf irgendeine andere Art und Weise besser queuen oder was auch immer. Ja, aber der Handlungsbedarf wird eben aufgedeckt an der Stelle. Definitiv da, ja. Das habe ich ja intern eben auch, ja, wenn ich wegen irgendwelcher Produktionsprobleme das Ganze nicht ausrollen kann. Auch da habe ich dann Leerlauf an der Stelle. Und das ist beabsichtigt. Das ist eines der Herzstücke einfach von Kanban, dass an der Stelle ja, Schmerz entsteht. Was ist denn so die minimale Durchlaufzeit, bis zu der man das noch sinnvoll betreiben kann? Also wenn ich jetzt irgendwie... Dann brauche ich aber extra einen, der an Bord steht und Steinchen schiebt, ne? Also wir nutzen Trello, also die Software auch. Das heißt, jeder hat im Prinzip ein Browserfenster offen, plus es gibt einen großen Screen, wo das Board quasi draufgeschmissen ist, sodass jeder im Vorbeigehen draufschauen kann. Jemand hat eine gute Idee, wirft das halt ins Backlog ein, der Entwickler sieht es oder der Product Manager sagt auch, das ist wirklich gut, es kommt in die Entwicklung, es braucht wirklich nur relativ kurz und bis zum Deployment, also 10 Minuten, Viertelstunde ist so, also das funktioniert einfach wirklich, weil es halt eigentlich nicht so hoch priorisiert ist, dass man es irgendwo einschmeißen würde, aber die Idee ist wert, es aufgeschrieben zu werden und es so halt die Priorität gewinnt. Also je nach Produkt geht das halt. Wir haben halt auch eine Webseite, das ist halt vielleicht ein bisschen anderer Hintergrund dabei. Also wenn halt jemand sieht, irgendwas wäre eine coole Idee, wo man das Template verändert oder so, das geht dann halt relativ zügig. Und das läuft zusammen mit der anderen Antwort wiederholen werden? Und das läuft dann irgendwie zusammen mit Tasks, die dann tatsächlich deutlich größere Laufzeiten haben, also irgendwie Tage oder teilweise sogar Wochen laufen, das läuft alles auf dem gleichen Board. Es ist die clevere Antwort ist, man macht es so lange, solange es noch Sinn hat. Wobei ich das schon ernst meine, denn die Frage ist, was verbindet man jetzt mit diesem Visualisieren alles? Das eine ist der organisatorische Aspekt, dass ich sehe, wer tut gerade was, und wie stark sind welche Stationen ausgelastet. Bei einer 10-Minuten-Aufgabe könnte ich sagen, okay, so oft schaue ich auf das Board ja gar nicht drauf, das bekomme ich ja gar nicht mit, wenn das Ding vorbeifliegt. Das heißt also, zumindest mal der organisatorische Aspekt fällt bei dem Teil weg. Es gibt auch noch mehr Aspekte. Es gibt den Aspekt zum Beispiel einfach, dass es auch Zufriedenheit schafft, eine Karte zu haben, die ich in Produktion, in erledigt schieben kann, auch wenn das eine 10-Minuten-Aufgabe war. Hand hoch, wer hat sich noch nie am Ende eines Arbeitstages gefragt, was habe ich heute eigentlich gemacht? Und in dem Fall hat man auch nochmal eben den Effekt, ja, dass das einfach dokumentiert ist. Ich hatte das kürzlich auch mit einem Kollegen, hatte den irgendwie spät in der Nacht noch angeschrieben, also wir sind ein verteiltes Unternehmen, angeschrieben, das mit unserem internen Wiki, das gefällt mir nicht. Da müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Der ist irgendwie früh morgens aus dem Bett gefallen und bis ich dann aufgestanden war, hat er schon mit einem ganz anderen Content-Management-System da was aufgesetzt und das war schon so gut wie fertig und war auch okay. Aber ich habe dann auch gesagt, ist ja schön, dass du so motiviert bist und das eben alles machst, aber ich hätte es trotzdem gern, dass das bei uns eben durch die Spalten durchläuft, denn wir haben einfach noch genug anderes zu tun und solche Hobbyprojekte, die jetzt nicht unbedingt Dringlichkeit jetzt gerade gehabt haben, das war eher ein Gedanke von mir,
die hätte ich gern da auch dokumentiert, um einfach zu sehen, okay, wer ist denn tatsächlich mit was beschäftigt und sind das tatsächlich Businessgeschichten oder sind das Steckenpferde? Wann und wie entscheiden Sie, wie Sie den Work in Progress anpassen? Also auf der einen Seite hat man die Entscheidung, der ist jetzt erreicht, und auf der anderen Seite, okay, es war zu niedrig, ich passe ihn jetzt an. Aber es kann ja sein, dass schon die nächste Aufgabe ansteht. Also wann trifft man diese Entscheidung und auf welcher Basis? Auf jeden Fall eine sehr wichtige Entscheidung, weil sie eben das zentrale Steuerungselement hier betrifft. Das wird man sicherlich nicht ad hoc einfach so mal machen und das wird man auch nicht in kurzen Abständen machen, denn das macht die ganze Sache dann beliebig. Denn dann kommen eben die Projektfuzis auch und sagen, komm, erhöhe doch mal Work in Progress für mich. Vielleicht ist ein guter Platz das Thema Operations Review, wo man das Ganze eben auf den Tisch bringen kann. Vielleicht ist ja zum Beispiel für eine Erhöhung des WIP, die sinnvoll erscheint, auch mehr Personal notwendig. Und beim Operations Review habe ich im besten Fall das Management gleich da und könnte sagen, ja, und übrigens, wenn wir mehr Leute hätten, könnten wir da auch ein bisschen das Ganze hochschieben. Also die Abstände sollten groß sein, damit das Ganze nicht in Beliebigkeit ausartet. Aber es gibt auch keinen festen Turnus oder so, wo man das machen müsste. Für uns ist das Kanban-Zeug ein gutes Backend für die Operations, also für SysAdmins, wo ja viele Spezialisten existieren, während vorne die Devs doch mehr allgemeiner einsetzbar sind. Und oft entstehen aus dem Scrum, das vorne bei den Devs läuft, dann Abhängigkeiten nach hinten. In Operations, für Operations funktioniert Scrum irgendwie überhaupt nicht. Kanban funktioniert relativ gut und wir benutzen diese WIP-Zahl im Wesentlichen als Begrenzer der Dinge im Flug, die bei den SysAdmins laufen, weil SysAdmin-Aufgaben halt fertig werden müssen, damit sie wirksam werden. Und das heißt, wir nehmen im Wesentlichen die Anzahl der Leute mal 2 als WIP-Faktor. Das ist gängig, ja. Dann haut das Scrum halt vorne die Aufgaben rein, was immer sie brauchen, an Infrastrukturabhängigkeiten von Ops. Und bei den Ops-Leuten, wir sorgen dafür, dass die Liste grob sortiert ist nach Prioritäten, nach welchen Kriterien auch immer. Und wenn hinten einer einen Slot frei hat, von seinen Slots im Wesentlichen, dann geht er halt die Liste von oben durch und nimmt das erste raus, von dem er glaubt, dass es zu ihm passt. Und das führt dann auch dazu, dass Dinge halt in der richtigen Reihenfolge, also dass die richtigen Dinge weggenascht werden und dass die Anzahl der Dinge, die da offen sind, nicht ins Unermessliche steigt. Das ist auf eine Weise nicht ganz das, was du da hast, aber das Steuerungsinstrument, die Anzahl der Dinge im Flug, ist dasselbe und es fügt sich halt an einen Dev-Scrum vorne relativ nett dran und löst halt dieses ewige Scrum-Infrastrukturproblem, das man da hat, weil einfach die Metrik Timeslots, Timebox bei Ops überhaupt keinen Wert hat. Sondern Dinge fertig kriegen hat bei Ops-Wert. Genau. Und das ist halt die Metrik hier, das funktioniert sehr viel besser. Ja, ist auch einfach ein wichtiger Punkt, ich würde es echt gern betonen. Einfach die Autarkie, die dadurch auch ein bisschen Einzug hält, dass ein Admin eben hingehen kann und sagen kann, okay, was wartet denn jetzt gerade, zum Beispiel auf mich, was ist denn jetzt genau meine nächste Karte, die ich mir da schnappe, schafft einfach auch mehr Zufriedenheit. Es ist eben kein Push hier, friss oder stirb, sondern man kann sich die Sachen rausnehmen. Vielleicht ermöglicht es sogar den Luxus zu schauen, okay, was sind denn so die Sahnestücke, die immer sofort weggehen und was bleibt denn immer ewig liegen und erfordert dann doch vielleicht Management-Einsatz und sagt, könnte sich bitte jemand mal, woran liegt das? Ja? Liegt es daran, dass die Leute alle sich nur die Rosinen aus dem Kuchen picken? Liegt es daran, dass uns da vielleicht ein Spezialist fehlt? Fühlen sich die Leute einfach zu unsicher, das anzupacken? Auch das ist zum Beispiel so ein Punkt, den diese Visualisierung plötzlich aufdeckt.